Autogenes Training hilft bei der selbstgesteuerten Entspannung. Dabei wird die Fähigkeit des Menschen zur Autosuggestion, also der Selbstbeeinflussung, genutzt. Um sich zu entspannen, lernen die Teilnehmenden, einzelne Körperregionen gezielt anzusprechen und den eigenen Körper in positiver Weise zu beeinflussen. Der Begründer des autogenen Trainings war Professor Johannes Heinrich Schulz, ein Nervenarzt, der das Verfahren aus der Hypnose heraus entwickelte. Es gibt verschiedene Übungen, die sitzend oder liegend durchgeführt werden. Hierfür sollten 2 bis 3 Mal täglich 10 Minuten vorgesehen werden. Zum Anfang jeder Stunde werden Übungen aus dem Yoga und Qigong oder der Meditation genutzt, um den Alltagsstress abzulegen. Im anschließenden Hauptteil folgen dann die Übungen des autogenen Trainings. Im Laufe des Kurses werden insgesamt 8 Übungen vorgestellt, die aufeinander aufbauen. Das heißt, jedes Mal kommt eine neue Übung dazu. Der Kurs kann ohne Vorkenntnisse durchgeführt werden. Wer allerdings das progressive Entspannungstraining beherrscht, erreicht leichter und zügiger Erfolge. Autogenes Training wird allgemein zur Gesundheitsvorsorge eingesetzt. Den Teilnehmenden wird im Kurs vermittelt, welche Einsatzgebiete bekannt sind und wie es auf das Unterbewusstsein wirkt. Autogenes Training fördert die Genesung von Krankheiten und hilft bei der Bewältigung körperlicher Symptome. Es kann allgemeine Beschwerden lindern, wie zum Beispiel Schlafstörungen, Reizbarkeit, innere Unruhe, Kopfschmerzen, Kreislaufbeschwerden oder Atembeschwerden. Menschen, die autogenes Training beherrschen, berichten, dass sie ruhiger schlafen, dass sie weniger nervös sind, dass ihre Muskeln weniger verspannt sind und dass sie sich weniger unter Zeitdruck fühlen. Professor Johannes Heinrich Schulz sagte, autogenes Training macht gelassen, aber nicht gleichgültig.